Ein Auto hat hier fast niemand. Richtige Straßen gibt es nicht. Nur einmal am Tag fährt ein Zug. Loiga in der tiefsten russischen Provinz. Ein heruntergekommenes, halb verlassenes Dorf. Doch seit kurzem sind die Einwohner stolz. Ein Sohn ihrer Stadt hat es zu Ruhm gebracht. Zweifelhafter Ruhm. Ja, das ist Mischkin. Er sieht aus wie sein Vater und seine Oma. Alexander Jewgenjewitsch Mischkin, Agent beim russischen Geheimdienst und mutmaßlicher Attentäter von Salisbury. Er soll den Ex-Spion Sergei Skripal und dessen Tochter vergiftet haben. Für die Einwohner von Loiga ist er deshalb ein Nationalheld. Er ging hier zur Schule. Dort haben sie jetzt ein Bild von ihm aufgehängt, weil er ein Held Russlands ist. Es sind trostlose Dörfer wie Loiga, aus denen Russlands Militär und Geheimdienste immer wieder ihren Nachwuchs rekrutieren. Auch der russische Hacker, der verantwortlich ist für Angriffe in den Niederlanden, soll aus einem solchen Ort kommen. Menschen aus Moskau oder Menschen aus New York sind nicht an solchen militärischen Karrieren interessiert. Aber in der Provinz ist es eine Möglichkeit, aus dem Elend des ländlichen Lebens herauszukommen. Es ist ein Versprechen, vor allem an junge Männer etwas aus sich zu machen. Eine Erzählung, die vor allem in Russland tief verwurzelt ist. In der Sowjetzeit benutzten die Leute die kommunistische Partei, um rauszukommen. Wenn sie diesen Weg gewählt hatten, bedeutete das, dass alles gut wird. Jetzt läuft das über die Geheimdienste wie den FSB oder eben den GRU. Geheimagent als letzter Ausweg also. In den Dörfern, in denen sie aufwachsen, hält die jungen Menschen jedenfalls nichts. Nur die Trinker und Rentner sind hier geblieben. Nur wenige haben Jobs. Die Rentner machen eigentlich alles. Die anständigen jungen Menschen sind alle gegangen. Einmal am Tag kommt er, der Zug, raus aus Loiga für die Karriere im Dienste des Kremls.